Ubisoft steckt ja, wie man weiß, in ziemlichen Schwierigkeiten, aber könnte jetzt endlich die Rettung für Ubisoft kommen. Der große Hersteller hat seit Jahren damit zu kämpfen, dass einfach ihre Spiele nicht wirklich fertig werden oder einfach ja nach der typischen Ubisoft-Formel gestrickt sind, und das haben die Fans halt satt. Und das wird sich vielleicht jetzt dieses Jahr ändern. Genau, also da kommt jetzt auf jeden Fall ein Spiel, das viele lange erwartet haben. Und das könnte jetzt wirklich den Aufschwung für Ubisoft bedeuten und denen endlich mal wieder ein bisschen positives Feedback bringen. Und das ist eben Assassin's Creed Mirage. Assassin's Creed war ja auch schon in der Sinnkrise nach Valhalla, wo eben viele Leute gesagt haben, ey, das ist die typische Open World und man hat irgendwie alles schon gesehen und jetzt braucht man nicht nochmal so ein Assassin's Creed in der Art. Das hat Ubisoft tatsächlich erkannt und ja, das machen sie jetzt mit Mirage und das soll sich vor allen Dingen an den klassischeren Teilen orientieren. Genau, und die klassischen Teile sind ja eigentlich auch mehr die Fan-Lieblinge. Also ich muss sagen, ich mochte natürlich Odyssey sehr, sehr gerne, habe ich auch komplett durchgespielt und auch alles gemacht. Das einzige Spiel, was ich hier auf Platin gespielt habe. Aber so wirklich eingefleischte Assassin's Creed-Fans, die sind dann doch eher Fans der älteren Teile, und genau das könnte jetzt eben auch für Ubisoft die gute Nachricht sein, weil diese Fans jetzt auch sehr positiv überrascht sind. Ich denke, Mirage orientiert sich ganz klar auch an Teil 2 bzw. an Brotherhood. Und man merkt es eigentlich auch schon allein, an der Bekleidung vom Assassinen. Allerdings nicht mehr mit einem italienischen Setting, so wie es bei den klassischen Teilen war, sondern wir sind quasi jetzt in einem eigentlich fiktiven Nahost-Szenario meines Wissens. Mich erinnert es ja natürlich auch sehr an Assassin's Creed Origins, das in Ägypten gespielt hat. Ist ja auch klar, wir sind geografisch in einer ähnlichen Lage und wir haben natürlich die klassischen Fähigkeiten des Assassinen. Klettern, Parkour und so weiter. Und ich muss sagen, auch wenn die Grafik jetzt zum Beispiel verglichen mit dem Trailer von Metal Gear Solid jetzt nicht ganz so, aber sie ist unfassbar stimmig, finde ich. Also diese Welt ist einfach unfassbar stimmig. Ja, es muss... Es und atmosphärisch. Genau, es ist halt eine Stadt, die glaubhaft ist. Oder ja, eine Kulisse, die glaubhaft ist, wo man halt eindringt und wo irgendwas natürlich vor sich geht und man ja sich ja durchschleichen muss. Wobei ich teilweise hier sehe, merke, dass die Wachen nicht so richtig aufpassen. Da habe ich so das Gefühl, wo man einfach vorbeischleicht an denen. Ja, also es ist einfach schön anzusehen auch. Also ja, das meine ich damit. Es passt gut zusammen. Was ich mir jetzt natürlich frage, wir sehen jetzt hier die typischen Assassinen-Moves, aber die haben wir schon eigentlich in jedem Teil gesehen, so gesehen. Ja gut, das gehört auch einfach dazu für mich. Also sonst wäre es jetzt nicht wirklich ein Assassin's Creed. Deswegen finde ich das eigentlich auch ganz gut. Das Setting ist sehr, sehr früh angesetzt. Es spielt im 9. Jahrhundert in und rund um Bagdad. Und dort irgendwo ist ja auch der Ursprung des Assassinenordens. Und wir spielen eben den Helden Basim, der ja auch scheinbar dann zu den Assassinen gehören will, wie es oft so ist. Und mal schauen, wie sich da die Story entwickelt. Viel eher finde ich natürlich interessant, wie gut die Open World sein wird, wie viel Abwechslung drin sein wird und wie viele Sammelaufgaben es hoffentlich nicht gibt. Ich denke, es wird auf jeden Fall Sammelaufgaben geben. Auf jeden Fall gibt es jetzt schon die Vorbestellung. Ist schon eröffnet worden quasi, also Pre-Order available now. Das kann man jetzt schon vorbestellen. Und ja, also wie gesagt, wenn wir jetzt zur Idee mal zurückkommen, ich glaube, das wird definitiv ein Spiel, was wieder sehr gut ankommen wird und was auch für Ubisoft, glaube ich, eine lang erwartete Wendung wieder ein bisschen ins Positive bringen könnte. Ich hoffe, wie gesagt, ja, es wird klassisch, auch vor allen Dingen in Richtung Teil 2, was ja immer bei vielen Fans immer noch der Favorit ist. Was mir jetzt fehlt ist, was gibt's quasi Neues? Weil ich habe jetzt bisher das typische Gameplay gesehen, aber keinerlei Innovation oder Neuigkeit, wie beispielsweise in früheren Teilen, wo es mal ein Boot gegeben hat, ein Schiff, oder wo man eben eine Mannschaft hatte beispielsweise. Oder wo es beispielsweise große Schlachten gegeben hat, wo man teilnimmt. Das fehlt alles. Vielleicht opfern sie das bewusst,
dass man eben ein klassisches Spielerlebnis kriegt. Also ich glaube, es wird sehr, sehr klassisch, wobei ich jetzt nicht zu früh etwas sagen würde. Im Trailer wird ja noch nicht so viel gezeigt, aber auf jeden Fall, also mir gefällt es. Ich werde es auf jeden Fall mir anschauen. Ich frage mich übrigens auch, ob es einen weiblichen Helden geben wird, weil bisher in den letzten Teilen hat man immer die freie Auswahl gehabt. Mhm. Ich glaube es jetzt vielleicht hier nicht, weil sie vielleicht doch eher storygetrieben auf bestimmte Charaktere münzen werden, aber nichtsdestotrotz, wenn wir sehen, eigentlich ist es mir auch egal irgendwie. Ja, also auf jeden Fall ist es für Ubisoft sehr, sehr wichtig, dass, dass dieses Spiel gut ankommt oder gut ankommen wird, weil ja eben wie gesagt, also es muss sie aus dieser misslichen Lage aktuell ja ein bisschen rausholen und dann wieder das Aushängeschild für Ubisoft werden. Ja, es gab jetzt genug gecancelte Projekte, die haben so viele Ressourcen eigentlich verschwendet an Spiele, die nie entstanden sind oder an Spiele, die immer noch in Entwicklung sind, Stichwort Skull & Bones. Genau. Ubisoft braucht jetzt echt mal wieder einen großen Titel, der sich gut verkauft und der auch richtig gut ist.